Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Prison Architect. Ein neuer Tag, eine neue Aufnahme und wir hatten beim letzten Mal ein wenig was geplant und das können wir jetzt endlich mal in die Tat umsetzen. Wir müssen Betonwände ziehen und zwar wie immer, jetzt müssen wir allerdings gucken, hier ist, da ist wieder Schaufel gefunden worden, ist klar, man ist ja also seit mindestens 3 Sekunden im Spiel, dann werden auch Schaufeln gefunden. Ich hoffe, dass wir das hier alles jetzt sauber hinkriegen. Mal ein bisschen was bauen, die neuen großen Zellen natürlich auch. Und dann haben wir den zweiten Block nicht fertig, aber wenigstens schon mal geplant. Dann müssen wir uns Gedanken machen um die Zentralküche. Und wie das so ist, kaum beginnt die Aufnahme schon, ist wieder ein Frosch im Hals. Toll, so muss das sein. Ah, ich hasse das. Dass der Körper immer genau weiß, wann er am meisten stört, weißt du? So, ich lasse hier mal eine Lücke, nur wegen der Bautrupps. Hier kommt das Büro der Aufseher hin. So. Und dann kommt hier eine Wand hin. Die ziehen wir aber bis hier nur. Und dann machen wir hier eine Wand. Und dann machen wir hier auch noch Wände. Also Wände ziehen ist eines meiner schönsten Hobbys. Wenigstens im Prison Architect. Und ihr seht, da kommt schon die Herrscher an Bauarbeiter und versuchen hier der Lage Herr zu werden. Nicht zu weit ziehen. Die Zellen auf der anderen Seite haben wir sogar schon eingerichtet. Also ihr seht, wir sind da richtig auf Stand. Und es dauert nicht mehr lange. Dann können wir, glaube ich, sogar umziehen. Und dann muss natürlich alles super fluffig und schnell gehen. Ist klar, ne? Weil wenn wir umziehen, dann ist natürlich, ja, da muss alles fertig sein. Deswegen immer schön durchdenken, was man tun muss oder was man nicht tun muss. So, wir machen hier eine Tür hin, wir machen hier eine Tür hin. Wir richten auch schon mal ein. Ne? Ihr seht, neue Aufnahme, ich muss wieder aufs Pluszeichen drücken. Was gibt es hier für Probleme? Ah, guck mal, gar keine. Hier gibt es auch irgendwelche Probleme, Trümmer wegwerfen, Route blockiert, warum? Warum ist da... Also hier ist eine Tür drin, die kann natürlich so langsam mal raus. Die ist noch von der alten... als das Gebäude noch kleiner war. Daher ist die Tür. Sieht doch gut aus. Hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Da sind noch Zaunelemente, hier sind noch Zaunelemente. Das ist aber erstmal alles gar nicht so tragisch. Das kriegen wir schon hin. So. Dann wollte ich das einrichten. Dazu brauchen wir Büroschreibtisch. Und wir machen das wie immer schön spiegelverkehrt. Das heißt, einmal hier und einmal hier. Die Chefsessel, jetzt wo wir sie haben, werden die natürlich nur noch verwendet. Wir wollen ja, dass unsere Mitarbeiter auch rückenkonform sitzen. Nicht, dass einer von denen ausfällt, weil er Rücken hat. Das wollen wir nun wahrlich nicht. So, hier unten passt der. Der muss hier hin. Die Fußmatte. Da und da. Die haben ein richtig schönes Büro. Also das muss man denen mal lassen. Das ist ein bisschen klein, gar keine Frage, aber es ist schön. Ne? Kann man doch nicht meckern. Licht war, glaube ich, hier oben. Ne, das ist der elektrische Stuhl. Da sind die wunderschönen Lampen. Total kitschig alles, aber hey, Sinn muss sein. So, dann können wir die Räume entsprechend herrichten. Das heißt, die bekommen, wie haben wir das denn immer gemacht? Telefon, ein frei Sofa. 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 Und Sofa. Jetzt drehen wir das rum. Hier hin und hier hin. Warte mal, wenn wir schon mal dran sind, können wir das hier ja auch machen, ne? Hier hin. Hier hin. Hier hin. Da. Da. Und da.
Ja, da haben wir einen zu viel gekauft. Ist aber nicht tragisch, also. So. So ist richtig, ne? Ja. Dann passt der Billardtisch. Den haben wir hier hingestellt und den müssen wir hier hinstellen. Getränkeautomaten hatten wir auch. Die waren immer... Hier ist der Gesprächskreis. Deswegen ja auch der Psychologe hier, ne? Ich habe, glaube ich, gerade was anderes gesagt, ne? Hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann haben wir das auch. Was das alles kostet. Die Stühle. Stuhlkreis. Hier. 3. Einfach nur, damit wir genug Gruppen anbieten können, ne? Hier diese Gesprächskreise. So, ich hoffe, dass das alles auch am Ende so kommt, wie es kommen soll. Licht haben wir immer auf hier, hier, da und da. Da, da, da und da. So. Ein bisschen Konzentrationsarbeit, wisst ihr ja. Man will sich ja nicht verbauen. Dann brauchten wir Fernseher. Fernseher, Fernseher, Fernseher. Wo bist du da? Einmal hier und einmal hier. Und dort und dort. Dann lassen wir doch mal eine Tunnelsuche starten. Dann brauchten wir noch Telefone. Die waren einmal hier, da muss noch ein Fernseher hin. Und hier an der Wand. Da und da. Und dann hier, hier und hier. 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 Und hier. Fernseher hier und dort. Und dann brauchen wir noch ein Radio. Ein Radio. Hier ist wieder Philippi mit den Nachrichten. Da, 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 da. So. Bücherboards. Die waren hier oben. Die kommen immer links und rechts neben den Sofa hier oben. Sehr schön. Das sieht doch aus wie geklont. Hervorragend. Einen Tunnel haben wir nicht, aber wir können 1, 2, 3. Wir haben sie nur noch nicht als Zellen markiert. Dementsprechend erhöht es natürlich auch noch nicht unsere Zellenanzahl. Mussten wir, glaube ich, mit ja, weiß ich nicht. Wir fangen irgendwo mit an, weil eins sperrt das andere. Abflüsse und Duschköpfe, irgendwas war da immer. Ich weiß noch immer nicht, sperren die Abflüsse die Duschköpfe oder die Duschköpfe die Abflüsse? Wahrscheinlich mache ich es jetzt gerade falsch. Sonst habe ich immer mit den Abflüssen angefangen. Ist ja auch sinnvoller, ne? Erst den Abfluss zu begraben und dann erst das Wasser laufen zu lassen. Weil wenn mal einer aus Versehen aufdreht, dann gibt es wenigstens keine Überschwemmung, weil ja ein Abfluss da ist. Andersrum wäre bekloppt. Dann dreht einer auf, kein Abfluss da, tja, und schon hast du den Wasserschaden. Und wir wissen ja, dass die Gefahr Leitungswasser im Versicherungsrecht zurzeit die mit Abstand höchsten Schäden macht. So. Ja, ihr seht, ich hatte recht, ne? Der Duschkopf sperrt den Abfluss. Dann können wir auch schon mal unter Wasser hier machen. So und so.
drehen wir hier noch einen hin und da noch einen hin. Natürlich nicht so schlau, das als abgeschlossenes System zu sehen, aber hey. So, wo haben wir denn, ja, hier natürlich ein Bolzen, hier wird angegriffen. Schon mal gleich bewusstlos geschlagen, sehr gut. Was passiert mit dem jetzt? Klar, die automatische Durchsuchung. Nichts gefunden. Dann eskortiert mir den mal zur Krankenversicherung. Krankenstation, nicht zur Krankenversicherung. Quatsch. Das ist doch blöd, Fuschel. Der hat doch gar keine Krankenversicherung. Der hat da freie Heilfürsorge. Gibt doch hier schließlich den Knastarzt in seinem Mini-Krankenhaus. Wobei wir echt keine größere Krankenstation brauchen. Ist ja nichts los hier. Erstmal zurechtschieben. Jetzt kriegt der schöne Spritze in den Rücken gejagt. Und jetzt kann er gehen. Ja, wäre ja schön, wenn er in Einzelhaft selber gehen würde. Ich schließe mich schon mal ein. Nein, aber er geht natürlich in Einzelhaft in einem anderen Gefängnistrakt. Das haben wir absichtlich so gemacht. Kann ja nur so sein. Dann können wir ja mal gucken, ob wir informationstechnisch... Ne, es wären gefühlt weniger. Und er ist natürlich schon Informant, weil nur unsere Informanten erlauben sich hier große Fresse. Ach, ist das ein Team. So. Rohre werden noch gezimmert, das ist alles völlig in Ordnung. Und dann können wir mal nach Böden gucken. Ja. Objekte, Räume, Böden. Da haben wir sie. Die Psychologen kriegen Teppich. Ich bin ja persönlich eher so ein Blautyp. Dann haben nämlich unsere Rödelfötte hier mal ordentlich was zu tun. Bei den Aufenthaltsbereichen bin ich immer für... Ne? Wisst ihr ja? Baguette. Nicht? Der Baguette-Böden. So. Und selbstverständlich müssen hier noch normale Türen rein. Das hat den Vorteil, dann wird der Raum sozusagen vom Spiel aus gesehen abgeschlossen. Dann ist das ein Raum. Ansonsten sind das alles hier zusammenhängende Räume. Das ist nicht ganz so ideal. Die bauen sich noch den Wolf. Hervorragend. Hier kommen schon wieder, um 5 Uhr kommen schon wieder neue Leute. Auch nicht schlecht. Wer auch immer das ist. Sollen wir mal gucken, wie viel wir einliefern könnten? Ach ja, 28.000 könnten wir gebrauchen, ne? Dann kommen ein paar Häftlinge. Zum Tode verurteilt kommen ja leider keine. Und die, die wir haben, werden irgendwie immer auf alle freigelassen oder hingerichtet. Ich weiß auch nicht, warum. So, dann können wir die Informanten mal ranholen. Ich hole ja immer mehrere, damit es auch zeitig genug welche da sind. Wisst ihr, was hier noch fehlt? Mülltonnen. Damit man das Essen, was wir herstellen, auch wegschmeißen kann. Ne? Eins, zwei, drei, vier. So, Servicetische. Hier, ne? Und hier. Hier und hier. So eine Art Buffettstation, ne? Nee, vielleicht eine große Bank nehmen, Herr Küken. So. 1, 2, hier und hier. 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 Genau, da oben haben wir
uns ein bisschen Platz gelassen. Dann kommt hier einer hin, hier einer hin, hier einer und dort. Dann brauchen wir von hier beginnend zwei frei. Einer hier. Da haben wir zwei frei hier. Tort und Tort. Dann drehen wir auch die Bänke rum. Machen wir auch mal eben hier hin. Und dann haben wir noch Platz für Tisch klein. Dann sozusagen der Katzentisch. Ne? Da kommen dann die entweder die Bosse hin, damit sie für sich sitzen. Oder eben die, die gleich aufs Maul bekommen. Das kann man sich aussuchen, wie man möchte. Dann hängen wir hier genug Lampen rein. Der Vorteil ist, dass er ja nicht von der Physik-Engine errechnet, wo die Lampe ist und sozusagen einen Lichtkegel setzt, sondern er sagt, in einem gewissen Raum sind so und so viele Lampen und das reicht mir dann. Dann wird der gesamte Raum eben hell. So, schön über die Tische setzen. Hervorragend. Die Büros haben auch noch keine Lampen, wobei die haben die kleinen Lampen, aber das zählt ja nicht. So. Die Zellen haben auch noch kein Licht. Die großen kriegen ja zwei Lampen. Hier fehlen übrigens noch ganz viele Rohre und dergleichen. Und die anderen Zellen kriegen ja die Wandlampen hier. Na, die kriegen also alle eine Lampe direkt übers Gesicht. Das ist so ein bisschen Guantanamo Bay, damit es auch bloß nie dunkel wird in dem Raum. So, ne, die sollen ja nicht hier zur Ruhe kommen, sondern 24 Stunden am Tag eine helle Zelle. Alles andere wäre ja Menschenrecht. So, und Menschenrechte, wissen wir ja, sind beim Amerikaner zum Beispiel nur dann gegeben, wenn es um Amerikaner geht. So, Gesellschaftskritik, da ist sie wieder. Na. Wobei natürlich die Deutschen auch nicht besser sind. So. Ich hoffe, dass ich es richtig rummache. Denn auch so wird dieser Raum abgeschlossen als eigenständiger Raum. Und dann haben wir heute eine ganze Menge geschafft. Gerade was das Thema Einrichtung angeht. Und dann lassen wir sie jetzt mal zu Ende bauen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen dritten Advent. Und noch einen natürlich schönen Morgenmittag oder Abend. Also macht es gut und wir sehen uns übermorgen schon wieder zu einer neuen Folge von Prison Architect. Oder zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf dem Kanal. Und besondere Aufmerksamkeit möchte ich euch nochmal auf das Trash-Weihnachtswichtel-Video von Freitag, dem 13. geben. Ein Horrorspiel über eine Stunde lang. Ich weiß, da muss man sich viel Freizeit für nehmen. Aber im Zuge dieses Trash-Wichteln habe auch ich mich beteiligt und eine Kleinigkeit aufgenommen. Schaut euch gerne mal an. Ist zwar nicht unten in der Videobeschreibung, aber auf jeden Fall unter der Playlist mit Freunden. Da werdet ihr es auf jeden Fall finden oder eben in der Liste der Videos von Freitag. Also, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.